Status Update, wir sind hier im guten Friseursalon Brach. 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 Aber nicht, dass ich die Credits für dieses Wunder gehe. Ich weiß halt ja nicht, was wir heute machen, aber ich gehe auf Automodus mit. Naja, aber das Jonathan hat auf jeden Fall Geburtstag. Stimmt. Mit Saisonblock. Na, dann gehen wir feiern. Na, da hauen wir uns richtig einen rein, oder? Status Update. Wir Zeit, Leute. Und das hat jetzt gereicht. Du wolltest doch gerade ansetzen. Ja, Status Update. Wir sind jetzt losgekommen. Und ich weiß nicht genau, wo wir sind. Wenzelsplatz, glaube ich. Status Update. Status Update. Wir stehen nicht in der Altstadt, aber beim Weihnachtsmarkt. Das ist so eine ziemlich große Straße und ich habe gerade überlegt, dass ich eigentlich mehr da hinten den Burger essen möchte, wo 3Y. Das Wi-Fi funktioniert doch nicht. Jetzt suchen wir aber die Altstadt. Und wir haben gerade, es haben gerade alle Be Reals gemacht. Hast du jetzt schon eins gemacht? Nein, ich mache nur einen Snap für Twitter. Mit einem richtig kreativen Motiv. Außer ich, weil ich die App nicht hab, aber... Ich hab meinen schon gemacht gehabt. Heute Morgen. Ich mach meins direkt nochmal, du. Aber ich bin immer noch nicht in deinem Internet drin. Ja, warte. Geh direkt auf die Bank. Oh ja, das ist doch mehr jetzt. Das ist mehr jetzt. Meinst du, da musst du jetzt warten? Ich bin mir ziemlich sicher. Stellen wir uns mal an. Das ist halt gerade ein Status-Update. Ja, Status-Update. Status-Update. Wir stehen jetzt vor einer coolen Bank. Das ist nicht Franz Kafka, oder? Franz Kafka aus Pisa. Nee, Kafka ist, glaube ich, ein bisschen kleiner gewesen. Aber der hat auch Hut und Mantel, so wie man ihn. Ich finde es auch beeindruckend. Stimmt, der hat ihn auf dem Arm hat. Der hat auch keine Schuhe an, aber der ist buff. Auf jeden Fall Status-Update. Wir waren jetzt auf dem Weihnachtsmarkt, der so 10 Meter lang ist. Ich glaube auch nicht, dass es der einzige hier in Prag ist. Das ist jetzt der am Wenzelsplatz ist. Ja. Aber der war auch sehr interessant. Ich fand es vor allem interessant, wie viel Gemüse. Ja. Das hat mir, im Gegensatz zu Deutschland war es schon viel Kartoffel und Paprika. Ja, sehr geil. Ja. Hat gefallen. Krieg Daumen. Was ist dein Plan? Ich brauche Schnürsenkel. Weil der hier ist einfach so durchgerippt nach Thalias Geburtstagsfeier. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber habe ich dir auch gezeigt. Ja. Der ist irgendwie so clean, als wäre da irgendwas durchgebrannt. Ja, okay. Ich glaube, ich habe es verdrängt in dem Moment, als mir mein Schlüssel abgebrochen ist. Ja, das kann sein. Und dein Status-Update? Ich werde später noch so einen Striezel essen. Ja, die sehen auch sehr geil. Das habe ich schon in Münster gegessen. Ich kannte das nämlich noch nicht, aber ziemlich geil. Bravo. Machst du jetzt ein Video eigentlich? Ja, oder? Ich glaube, hallo. Wir haben doch kein Bargeld abgeholt. Sorry. Ja. Aber ich habe neue Schnürsenkel. Schön. Ja, wir gehen jetzt mal zu einem anderen Automaten. Da hinten ist ein Vapiano, das gibt's noch. Wild, oder? Vapiano gibt's in Münster auch noch. Das hat den Sonntag geschlossen. Das heißt nur Italiens, Bitch.
hohen Gebühr hat. Das wäre der Bitch. Hallo. Hallo. Status-Update. Wir waren gerade da drin. Oh ja. Das ist schon jemand erzählt. Nee. Wir wollten da unser Geld wechseln, aber... Hat nichts gebracht. Nee. Also 8 Euro sind halt auch happig. So. Als Gebühr? Als Gebühr, ja. Naja, das deswegen schmerzt. Moritz ist gerade los, er ist schon weg. Moritz muss wieder fahren. Und da sehen wir schon den zweiten Sponsor des Videos. Man könnte denken, das Video ist in Slow Motion. Was? Es hat auch schon mal besser gerochen aus dem Müll. Denn hier riecht es wirklich gar nicht gut. Ja, Max und ich fanden auch, dass es auf dem zweiten kleinen Babyweihnachtsmarkt, der so klein war, dass wir den nicht mal gefilmt haben, wirklich übelst gestunken hat. So der Grilled Cheese und der Chicken Drink. Und der Fleischstand, das war keine gute Kombi. Max und ich Meinung. Ich hab's nicht gemacht. Ja, also ich bin auf Status-Update. Iron Man. Da auch. Oh, noch einer. Das ist, glaube ich, der größte Spielzeugladen, den ich je gesehen habe. In dem Laden steht auch einfach jetzt ein Karussell. Und eine Rutsche. Das ist sehr wild. Das ist so eine Reizlust. Status-Update. Wir haben gerade gegessen. Ja. Bei Simons Schuppen. Lidl. Jetzt gehen wir zur Altstadt. Jetzt suchen wir aber die Altstadt. Oder sind schon in der Altstadt? Ich weiß nicht. Das ist schon alt. Es sieht sehr alt aus. Ja. Das ist Kopfsteinpflaster. Na, dann muss es die Altstadt muss sein. Altstadt sein. Jesus, Alter. Me when I fart. Ja, fand ich auch witzig. Guter Spruch, Simon. Hör doch auf, hör so. Warum? Ich habe gerade ein Video von Tali und Eske aufgenommen. Ich finde, mit den Jacken könnte die auch wirklich Taleske sein. Hallo, Status-Update. Hallo. Wir haben gerade alle dasselbe Foto gemacht und dann freue ich mich schon, wenn wir das so alles zusammen. Jetzt ist ja auch noch mal ein Video. Ja, stimmt. Aber dann haben wir so 15 Mal dasselbe Bild in dem Ordner. Das freue ich mich schon drauf. Status-Update? Es wird gesucht nach Cafés. Wir waren gerade eben schon in einem und das war aber voll. Die Person wollte nicht, dass wir zu 8 den Laden betreten. Die mochten uns auch. Und jetzt suchen wir nach einem neuen Café und wir sind an ganz vielen Mr. Weed-Läden vorbeigekommen und fanden die absurd. Herrlich. Hallo, Status-Update. Hallo. Es ist sehr, sehr schön hier. Ja. Es ist sehr, sehr schön hier. Das ist wirklich sehr schön hier. Wow. Schmeckt dir das? Hast du gehört, Simon? Nein. Es schmeckt uns. Na komm, gib uns die Status-Update. Die Wärmeheizstrahler sind an, aber mir ist trotzdem kalt, weil hier der Wind lang knallt. Das heißt, aber es ist egal. Wir haben gerade 4,50 Euro für einen Lipton Eisspiel bezahlt. Für diesen? Und wir wurden jetzt auch ewig lange aufgehalten, weil Anna unbedingt eine Pizza haben wollte. Die sehr verrückt auch aussieht. Überhaupt gar nicht wie Pizza.
angenommen, wir gehen heute Abend in Sweet Cakes. Was zieht man denn da an? Smart Casual Dress Code. Ich hab gerade überlegt, was ich jetzt auf meine Postkarte schreiben würde, wenn ich sie jetzt an den Tisch schreiben würde. Ich würde schreiben, dass ich Park sehr schön ist, dass ich es sehr weihnachtlich finde und dass ich es richtig gut finde sogar, dass es nicht schneit. Weil Sonne war geil und es ist trotzdem total weihnachtlich. Aber wenn jetzt noch Schnee liegen würde, es genau gleich warm wäre und sonnig. Genau gleich warm. Ja. Aber für die Füße. Da hast du gerade die Physik ein bisschen rausgehebelt, oder? Ich würde das nicht wollen, bin ich ehrlich. Weil ich habe auch nur diese Jacke dabei. Ich habe keine richtig langen Socken. Das ist alles richtig angelehnt auf Cheska. Es sind 17 Grad hier. Und wenn es keine 17 Grad sind, dann. Was ist der Hintergrund von Cheska? Da war so ein Plakat und da stand drei Wörter und ein Mann im Lidl. Lidl. Lidl war das. Und da stand in der Mitte das Wort Cheske. Und da habe ich mich wiedergefunden. Als mein neuen Namen. Ich habe erst viel mehr in Heske wiedergefunden. Ich würde im Lidl in Heske. Das bedeutet schön. Oh, alle in die gleiche Richtung. Ja. Achso, ist das System. Es ist sehr voll hier. Sehr voll. Wir probieren nur zu dieser einen Brücke zu kommen, den ganzen Tag schon. Aber irgendwie wird es nichts. Also, die Uhr scheint eine große Attraktion zu sein, aber. Ich fand das ein bisschen makaber, wie der Totenkopf. Du bist jetzt einer von 200 Leuten. Auf deinem Handy, aber. Und das war es eigentlich. Okay, wir dachten, irgendwas schön. Explodiert noch oder sowas, aber gut, es war schön geklingelt. Ja. Wir haben endlich die Brücke erreicht, zu der wir den ganzen Tag wollten. Das ist die Show. Aber das da hinten sieht ja auch fett geil aus. Da musst du morgen mal hin. Leute, da wurde auch Spider-Man gedreht. Oh Alter, so Spider-Man. Ja, will noch jemand der Brücke sagen oder war es das dann auch schon? Ich sehe, können wir vielleicht nur mal näher ran. Naja, hinter dem Tor ist das. Aber wir, ja, aber sollen wir denn jetzt was zur Brücke sagen, wenn wir gerade mitten in der Altstadt stehen? Es ist so schön. Status-Update. Ich fall mir jetzt schon mit Blitz, obwohl es erst 16.50 Uhr ist. Es ist so dunkel. Wow. Status-Update, wir sind auf einer wunderschönen Brücke. Ich habe den Namen, ist mir leider gerade entfallen. Die Karlsbrücke. Na gut, danke, dass du mich da reminded hast, Schatz. Gerne. Und wir haben gerade schön Fotos gemacht, wie die wahren Touristen, die wir wirklich sind. Und jetzt ist unser Plan, noch einkaufen zu gehen, was zu kochen und dann... Ab zu Lidl. Lidl. Danach nochmal. Nochmal. Ja. Weil es da so schön ist. Ich dachte, wir hauen uns heute einen rein. Bei Lidl. Ach so, stimmt. Und dann gehen wir eventuell noch in den Club. Let's go! Mal sehen, wie viel davon auch gefilmt wird. Da aber viele Akkus jetzt tot sind, könnte es das schon für den Tag gewesen sein. Also entweder bis morgen oder viel Spaß mit dem Rest. Bye! Ich hoffe nicht. Status-Update. Wir stehen wieder in dem Titan-Fahrstuhl. Ja, wir waren gerade einkaufen. Nicht so diese Kamera dazu. So haben wir das jetzt gerade 30 Minuten lang rumgetragen. Das war schön. Wir haben erst bei Lidl eingekauft. Der war super unsortiert. Das war wirklich die Hölle. Und dann haben wir da aber keine Kokosmilch gefunden. Wir wollen Curry machen. Und jetzt haben wir nochmal extra Curry bei Lidl. Ruhestörung. Polizei! Polizei. Ey, Digga, du kleiner, gottverdammter Noob, du Go, du bist ein Bot, ein ahnungsloser Idiot oder du willst Leute einfach nur verarschen mit deiner Dummheit oder mit deren Dummheit, so. Hallo. Habt ihr Essen gekauft? Ja, Mann. Wir haben provided. Was macht ihr gerade so? Wir planen den Abend.
Habt ihr schon einen Plan entwickelt oder seid ihr nur... Nee, wir haben natürlich noch keinen fertigen Plan überlegt, weil wir natürlich euch noch nicht dazu befragt haben. Aber die Idee von dir halt vorblüht. Die andere Idee war, glaube ich, dass man in der Bar, also dass man hier vorblüht. Der Kern war, dass man die Alkoholvorräte hier schon mal nutzt. Hallo, ich bin Tayauch, die Thalia und die Selina sitzen gerade. Wir müssen eigentlich den Sound machen. Oh ja, stimmt, mach den Sound an. Wie lange geht das? Ja, das reicht. Digga! Er hat aufgelegt? Digga, was? Na, wenn, Günther ja auch nochmal. Wir haben hier eine ganz wichtige Frage. Es geht um 50.000 Euro. Und zwar müsstest du jetzt uns einmal ganz schnell beantworten. 30 Sekunden Zeit. Wir müssen die Frage machen. Ich kenne das. Ja, klassisch. Okay, es geht los. 30 Sekunden. Womit wird man Wollmäuse am effektivsten los? A. Katze, B. Wischmopp, C. Luftentfeuchter oder D. Kammerjäger? Wollmäuse? Ja, Wollmäuse. Kannst du mal die Option hören, bitte? Katze, Wischmopp, Luftentfeuchter oder Kammerjäger? 10 Sekunden. Kann ich nochmal die Option hören? Katze, Wischmopp, Luftentfeuchter, Kammerjäger. Wischmopp. Sehr schön. 50.000 Euro gewonnen. Danke, Jakob. Gottlos. Nee. Oh Gott. Ah, schön. Ich hätte mehr erwartet von... Dass er das weiß. Enttäuschend. Darauf erstmal... Ist das meine Flasche? Oh, nee, meine Flasche. Nathan, willst du ein Update geben, was jetzt geschieht? Wir spielen jetzt Prag Bingo. Wir haben ein Bingo kreiert. Und wir werden jetzt durch die Straßen ziehen und gucken, ob wir das abkreuzen können. Lies mal so ein paar Kategorien vor. Zum Beispiel Nummer 1, Polizeisirenen. Ja, das kann ich nennen. Was, so was Verrückteres? Was Verrückteres wäre sowas wie... Moritz hat Hunger und Simon kauft ihm was. Genau, das ist die 25. Nein. Erst wenn wir draußen sind. Günther Jauch, in Klammern Fremder. Das ist jetzt ein mysteriöses Ding. Niemand weiß genau, was damit gemeint ist. Jemand muss sich als Günther Jauch ausgeben und eine fremde Person ansprechen und dann jemanden überzeugen, den Telefonjoker anzurufen bei Wer wird Millionär? Ja, das jetzt. 19. Boah, scheiße. Hey Junge, das hat ja richtig. Wo hat der noch solche Kameras? Im Badezimmer. Wo hat der noch solche Kameras? Wir spielen Bingo, wie die Rentner, die wir sind, aber mit... Krieg gleich was zu essen von Simon. Moritz hat immer Hunger, das heißt Simon wusste das und hat diese Kategorie extra reingegeben. Zeig mal den Progress. So, das haben wir alles schon. Ampel, die nicht grün wird, können wir noch haben. Nee, wir haben gesagt 30 Sekunden, das waren 27. Scheiße! Weil du hast du... Er hat dich direkt angeguckt. Weil wir standen da schon ein bisschen, bevor wir realisiert haben, dass die rot ist. Ich weiß, ich gerade auf der gegenüberliegenden Seite gesehen habe. Scheiße. Ich meine, vor 30 wäre das schon gesehen. Status-Update. Hi. Simon. Wir haben zweimal Bingo. Simon hat uns Burger King gekauft. Das Gute. Danke. Gerne. Von ganzem Herzen. Aber darum geht's mir gar nicht. Wir haben Bingo zweimal. Zweimal Bingo? Einmal durch rummachen, dank zwei hier anwesender Personen.
Dann atzen wir jetzt nach Hause, fressen den Burger und schlafen. Bis morgen! Und jetzt nochmal. Hey! Hi! Hey! Hi! Hallo! Hey! 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 Was sagst du?